Dass die unterschiedlichen Strömungen und Menschen zusammenkommen. Weil wir alle eine große Familie sind. Also Partizipation eigentlich. Wir machen den Gemeindetag, weil wir miteinander austauschen wollen, Kommunikation und Partizipation und ganz viel Gemeinschaftsgefühl auftanken. Das wollen wir. Also für mich ist so der Austausch zwischen den einzelnen Menschen, die einzelnen Erfahrungen in den einzelnen Gemeinden oder auch der Dialog zwischen den, wie ich schon sagte, Richtungen des Judentums. Dieser Dialog ist das Wichtigste und Ausbildung der Vorstände, aber richtig straight. Wie kann man heute in heutigem Zustand, in der heutigen historischen Zeit, die jüdische Gemeinde bauen? Naja, mir persönlich ist am wichtigsten, dass endlich die große Schranke zwischen orthodox und liberal ein bisschen kleiner wird. In den religiösen Bereich, es geht nicht zusammen natürlich, weil religiöse Fragen, dann sind die Liberalen dann verstoßen sozusagen die Gesetz, die halachische Gesetz, und es wird keinen Weg dann finden. Aber in anderen Fragen, so in kulturelle oder politische Fragen natürlich ja. Ich bin Vorsitzende von einer Einheitsgemeinde und in einer Einheitsgemeinde ist manchmal auch ziemlich schwer, die beiden Strömungen zu haben. Im Judentum gibt es Vielfalt von ganz orthodox bis ganz liberal, alles Strömungen, wir alle sind Juden. Der Friedhof ist halt ja doch sehr bunt in der Darstellungsweise. Es gibt auch ein paar Tabubrüche, die wir gerade gehört haben, dass halt menschliche Darstellungen eigentlich hier gang und gäbe sind. Und man merkt, dass man zwar einen gemeinsamen Nenner hat, aber trotzdem den Pluralismus seit jeher in Hamburg und sonst in der jüdischen Gemeinschaft Tradition hat. Für mich persönlich war das Wichtigste, wie definiert sie sich? Ihre jüdische Identität. Und es gibt eine ganze Bandbreite von verschiedenen Hintergründen. Und das war sehr interessant. Einige, die meisten kennt man natürlich, aber einige waren mir auch persönlich unbekannt. Ja, ich bin Französin und meine Religion ist Jüdin. Wie man sagt auch, ich bin Deutsche und meine Religion ist jüdisch. Und nicht, ich bin Jude. Ich habe keine Identität, ich habe Identitäten. Und ich glaube, wir müssen uns einfach alle damit abfinden, dass das normal ist, mehrere Identitäten zu haben. Ich versuche, ein guter Mensch zu sein. That's it. Musik.
meinen Tag. Mein Herz jubiliert, weil wir genau das erreicht haben, was ich mir gewünscht habe. Wir haben viele Menschen gehabt. Wir sind zusammengekommen, wir haben die Kommunikation gepflegt, wir konnten uns austauschen. Wir hungern doch danach, miteinander zu kommunizieren. Das ist gelungen. Wir haben alle ein wunderschönes Wochenende gehabt. Es ist auch ein Geschenk an unsere Mitglieder, an alle, die sich das ganze Jahr ehrenamtlich einsetzen. Und wir wollen ja zeigen, der Zentralrat, das ist nicht ein großes, anonymes Gebilde, der Zentralrat, das sind wir selbst. Wir sind Zentralrat. Und unter dem groß umspannenden Dach des Zentralrats soll jeder nach seiner Fasson glücklich und fröhlich und jüdisch sein können. Das wollen wir transportieren. Ich glaube, das ist sehr gut gelungen.